Format Poznań Comedy Summer, meine Freunde, und herzlich willkommen zur vierten Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode möchte ich euch die Luzerne, besser bekannt als Alfalfa, vorstellen. Alfalfa gehört zu den Hülsenfrüchten und ist botanisch in der Familie der Schmetterlingsblütlern unterzuordnen, und ihren Ursprung hat sie in Asien, wo sie während der Perserkriege über Griechenland in die arabische Welt sowie nach Europa gekommen ist. Und im 16. Jahrhundert haben die Spanier auf ihrer Erkundungsreise nach Amerika sie nach, wie gesagt, Amerika sowie nach Mexiko und Peru gebracht. In der arabischen Welt wird sie auch Vater der Narben genannt. In den USA und in China wird sie auch als Königin der Sprossen bezeichnet. Und der berühmte Botaniker Ludwig Burbank hat sie auch als Zukunftsnahrung der Menschheit angesehen. Damit hat er auch nicht ganz Unrecht, denn die Alfalfa bzw. auch die Alfalfa-Sprossen sind äußerst nährstoffreich. Sie weisen ein ganzes Spektrum an Nährstoffen und Mineralien auf, wie zum Beispiel Magnesium, Zink, Phosphor, Eisen und Calcium, sowie verschiedene Vitamine wie B1, B2, B3, B6, Vitamin C, Vitamin E und Vitamin K sowie Beta-Carotine, also die Vorstufe von Vitamin A, sowie verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel einen hohen Anteil von Chlorophyll sowie Saponine. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die im Lateinischen Sapo heißen. Sie haben deshalb ihren Namen bekommen, weil sie im Wasser aufgelöst einen festen Schaum zum Beispiel bilden, und sie wirken harntreibend, schleimlösend und hormonstimulierend, und sie unterstützen auch den Darm, dass halt die Nährstoffe von der Darmschleimhaut besser aufgenommen werden können, weil sie auch die Darmschleimhautdurchlässigkeit verringern. Zudem sollen auch Saponine gegen Pathogene helfen, wie zum Beispiel Viren und Bakterien. Allerdings muss man auch hier aufpassen, da diese Stoffe nicht in den Blutkreislauf gelangen dürfen, weil sie auch hier das Blut auflösen. Das heißt, sie lösen die roten Blutkörperchen auf, und das ist nicht empfehlenswert. Weiterer Vorteil von Saponinen ist, dass es den überschüssigen Cholesterin, welches viele Leute über ihre Nahrung aufnehmen, also das sogenannte LDL-Cholesterin, über den Darm ausgeschieden wird und sich nicht in den Blutkreislauf ablegt und unter anderem Arteriosklerosis verursacht. Weitere Stoffe, die Alfalfa beinhalten, ist zum Beispiel Kommenstrol. Das ist ein Phytoöstrogen, welches dem körpereigenen Östrogen sehr ähnelt und auch hier die sich an den Östrogenrezeptoren anhängt und unter anderem Brustkrebs lindert und hilft bei Beschwerden von Wechseljahren. Wie stelle ich meine eigenen Alfalfa-Sprossen her? In der Regel nehme ich 2 bis 3 Esslöffel Alfalfa-Sprossen, Keimlinge, und kippe die in entweder in so einen 2 Liter Sprossenglas, oder ich nehme auch einen 3 Liter Einwegbehälter, weil die dann doch bei der Keimung relativ groß werden. Ich weiche die dann für 4 bis 6 Stunden ein, und das Einwachwasser kann man dann eventuell wegkippen, oder ich habe auch gelesen, dass man es trinken kann, weil es halt doch sehr mineral- und enzymreich ist. Also das kann man halt nur bei Pfeffersprossen machen oder bei Boxhornklee. Die werde ich dann morgens und abends spülen, bis die dann halt eine entsprechende Wuchshöhe erreicht haben, und dann nach 7 Tagen, das ist halt wichtig, nach 7 Tagen sind sie auch verzehrfähig, weil erst am 8. Tag haben sie den Fraßschutz bzw. den Hemmstoff Cannabin abgebaut, und das ist halt dann recht wichtig, dass ihr sie wirklich am 7. bis 8. erst am 8. Tag sozusagen verzehrt. Was ich auch persönlich mache, ist, wenn ich dann doch zu viel Alfalfa-Sprossen verwendet habe, ist, dass ich dann sie auf mehrere Behälter aufteile oder sie dann weiter in eine Schüssel ziehen lasse.
Und wichtig ist auch, dass die halt Lichtkeimer sind. Also am besten, ihr stellt sie nahe zu einer Lichtquelle, aber nicht direkt zur Sonne, damit sie halt auch das gute Chlorophyll aufbauen können. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Video dich wieder inspirieren konnte, dein eigener Landwirt zu sein und Sprossen selber zu ziehen. Es ist wirklich nicht schwer, einfach Sprossen selbst zu ziehen und nachhaltig für eure Gesundheit etwas zu sorgen. Die sind recht schmackhaft und am Anfang der Rohkostumstellung auch sehr empfehlenswert für Salate oder auch zum Entsaften. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Bis dahin, ciao.